Fangen wir einfach mal mit dem größten Spiel deiner Karriere an. Kannst du dich daran erinnern? Ich durfte gegen Barcelona spielen. In Barcelona. Wir haben zwar verloren, aber das war ein sehr schönes Erlebnis. Wer war dein Gegenspieler in Barcelona? Patrick Kluivert oder Overmars damals. Pep Guardiola hat auch in der Mannschaft gespielt, also das war eine super Mannschaft. Konntest du sie gut verteidigen? Oder? Na, leider nicht, weil wir haben zwar bis zur 40. Minute 0-0 gehalten, aber dann hat einer unserer Spieler rote Karte bekommen und seitdem lief schief und stand, glaube ich, in der 65. Minute schon 5-0 für die. Und ja, wir haben da einfach gehofft, dass wir bis zur letzten Minute kein Tor mehr bekommen, weil ja, das, wenn es 5-0 stand, ist schwierig gegen Barcelona. Hast du als Jugendlicher eigentlich eher nach Deutschland geschaut, auf die Bundesliga oder zur Premier League oder nach Spanien? Wohin hat man aus Tschechien geguckt? Eigentlich mehr nach Deutschland, weil Spieler wie Latal, Nemec, Kuka und die Namen, die in den 90er Jahren uns die Tür nach Deutschland geöffnet haben, da hat man die Spieler verfolgt. Die Bundesliga hatte schon damals großen Namen und jeder wollte hin. Hast du dich mal mit Nemec unterhalten? Ja, ja, sicher. Ich war mit ihm in einer Mannschaft mit Nedved, mit allen Spielern, die 96 in England im EM-Finale standen. Und ich wollte unbedingt hin. Und das hat, wie gesagt, geklappt. Und dann habe ich mit Sparta sehr erfolgreich Champions League gespielt. Und glaube ich, 2000 nach Deutschland gegangen. Mit Rosicki, mit Lokvenc in der Zeit. Und das war, wie gesagt, sehr erfolgreich für die tschechischen Spieler. Ja. Ich frage deshalb, weil Nemec als großer Schweiger galt in Deutschland, der also nie Interviews gegeben hat und nie gesprochen hat. Weiß ich, ja. Das gilt nach wie vor auch in der Tschechei. Der ist nirgendwo zu sehen, leider. Und, aber wir haben immer geredet, wo wir gegen Schalke gespielt haben, auch in der Nationalmannschaft. Aber der war ein sehr schwieriger Typ. Der war sehr, sehr introvertiert und ja, aber das war halt Jiří Němec und wie man ihn kennt oder kannte. Aber du kannst bezeugen, Jiří Němec spricht. Sicher spricht, ja. Ich war, wie gesagt, mit Jan Kola, Pavel Nedved, Karel Poborský in der Nationalmannschaft. Aber dann in Deutschland, wie heute, zum Beispiel Oliver Neville in Gladbach, Giovanni Elba, Christian Ziege, Jörg Böhme, dann beim HSV Sergej Barbares, Niko Kovač, Toni Eboa, Ingo Hedge. Was mir im Kopf nach wie vor geblieben ist, ist, dass das alle sehr, sehr nett zu mir waren. Jeder hat mir geholfen, obwohl ich kein Wort Deutsch konnte, wo ich gekommen bin. Hast du einen Sprachkurs gemacht? Weil du sprichst ja jetzt fast fließend Deutsch. Ja, ich habe dann eine Deutschlehrerin aus der Berlitz-Schule bekommen vom Verein. Und die ist, glaube ich, dann zweimal die Woche gekommen zu mir nach Hause. Ich konnte am Anfang kein Wort Deutsch, sie kein Wort Tschechisch. War schwierig, aber dann, das war eine schwierige Zeit. Aber trotzdem habe ich versucht, schnell Deutsch zu lernen, was wichtig war, und das hat mir dann in der Zeit geholfen. Viele sagen, dass das Fernsehen Ihnen Deutsch beigebracht hat. Viele Fußballer sagen das im Nachhinein. Was war deine Lieblingsfernsehserie in Deutschland damals? Ich habe mit Kindern oder mit meiner ältesten Tochter habe ich Teletubbies geschaut. Ja, aber wir sprechen nicht so viel. Ja, das stimmt. Jedes Tor war ein schönes Erlebnis, mit vor allem zu Hause bei den Heimspielen in Hamburg, Aue Arena oder Volksparkstadion noch damals oder in Gladbach auch. Ich kann mich auf mein letztes Tor in der Bundesliga erinnern. Das war gegen Stuttgart, gegen Mario Gomez. Habe ich mich durchgesetzt und habe ich ein Kopfballtor geschossen.
Der schwierigste Gegner für mich in der Bundesliga war Ayrton, weil der hat immer die Tore geschossen. Und gegen ihn war es sehr, sehr schwierig. Und wir haben da meistens Tor oder Tore bekommen. Und ich habe mich sehr, sehr viel geärgert. 80.000 oder 83.000 in Dortmund ist eigentlich das schönste Stadion für mich. Ich kann mich noch erinnern auf das erste Spiel in Dortmund, 4-2 verloren, Freddy Bobic 3 Tore. Das war offensiv pur eigentlich, wie man Dortmund kennt. Und dann ein Jahr oder, glaube ich, jedes Jahr kamen neue Spieler, dann Jan Koller mit Everton, Amoroso oder Dede, Evanilson. Die haben alle als Stürmer gespielt, nicht als Abwehrspieler. Das war offensiv pur und also jedes Spiel in Dortmund war sehr, sehr schwierig oder sehr schwer. In der Zeit, wo ich gespielt habe in Deutschland, war nicht jeder Spieler gut bezahlt oder für deutschen Verhältnisse. Vielleicht nicht, für Tschechische schon. Ich bin ein Familienmensch und ich habe 3 Kinder. Ich habe da in die Zukunft, glaube ich, investiert und habe ich für meine Kinder gespart. Aber dass ich mir was geleistet habe oder gekauft habe, was unwichtig ist oder war, glaube ich nicht. Nein. Ich habe mir ein Haus gekauft, lebe ich sehr gut von dem Geld. Bin ganz normaler Mensch geblieben. Ich habe immer auf die Zukunft gedacht und ja. Okay. So. Alles klar, vielen Dank.